Hey Leute, es freut mich, wenn die Würfel fallen und ihr beim nächsten Spielzug von Cube Gameplay Transport Viva 2 wieder dabei seid. Vergesst nicht, den Abonnieren-Button für meinen Kanal zu drücken. So seht ihr, wenn es etwas Neues gibt. Herzlich willkommen zur 42. Folge der Staffel 2. So, wir fahren hier mit unserem schönen TGV Duplex in Stuttgart ein. Wie versprochen, fahren wir natürlich mit. Das ist Zug Nummer 2. Zug Nummer 1 haben wir schon losgeschickt. Er sollte inzwischen auch schon in Berlin sein. Ich habe das Ganze mal ein bisschen laufen lassen. Genau. Geht's dann? Viel Spaß bei der Mitfahrt. Wir werden uns mal den Zug dann so anschauen, von vorn bis hinten. Okay, hier geht's erstmal noch ein bisschen gemäßigt. Nicht langsam durch die Kurven, aber dann, glaube ich, haben wir bis kurz vor Berlin definitiv Höchstgeschwindigkeit. Da steht Eusch. Genau, unseren Kollegen werden wir treffen. Da ist noch Eusch. Hier muss ein Nest sein. Genau, na denn, freie Fahrt. Wir haben normal, da hinten steht noch ein Hirsch. Holla, holla. Schreit ja fast nach einem Zaun hier am Gleis. So viel Wildwechsel. Gucken, was wir hier oder wie schnell wir hier die Höchstgeschwindigkeit haben. Sollten wir definitiv erreichen. Bei der Länge dieser Strecke. Ich werde mal den Ton hier etwas runter dimmen. Genau. Könnte eventuell stören. Aber ich wollte halt auch mal hören, wie er sich anhört. So, ja, wir haben eigentlich keine Kreuzung, nichts. Wir haben überall, der größte Teil steht eigentlich hier auf Stelzen. Rechts hier unser schönes Kohlebergwerk, links, nicht rechts, sorry. Genau, wir stehen definitiv hier zum größten Teil auf Stelzen. Dass wir halt auch über diese Gleise rüberkommen, ein bisschen bergig ist es halt auch. Einen kleinen Tunnel haben wir auch. Und den haben wir auch gleich erreicht, den kleinen Tunnel. Lass uns mal hier rein und durchdüsen. Zack. Wie sind wir? Jetzt haben wir ein kleines bisschen an Land gehabt. Dann geht es schon wieder rauf hier. Auf unsere Stelzen, damit haben wir unsere Höchstgeschwindigkeit erreicht. Da ist der Kollege. Treffpunkt ist fast die Mitte, glaube ich. Das sollte klappen. Dass die beide dann so abwechselnd Berlin-Stuttgart anfahren. Das sollte auch von den Personenzahlen her gut aufgehen. Genau. 320 hatte ich schon gesagt. Höchstgeschwindigkeit erreicht. Da hinten schwebt ein Zug. Zumindest sieht es so aus. Was das auch immer ist. Ach, das war ja unsere hohe Brücke. Genau, die ich ja eventuell nochmal ein bisschen flachen wollte. Sieht schon ganz schön komisch aus, so ein großes Bauwerk da. Wofür, warum, wieso, weshalb? Werde ich mich im Off dann nochmal anmachen. Genau, wir bremsen runter, weil wir jetzt in die vorhandenen Gleise einfädeln. Ah, genauso hier der Huckel. Da muss ich auch ein bisschen wegbekommen. Uiuiui. Vollbremsung. 130, 140 rein ins Gleis. Oh, das gefällt mir auch noch nicht ganz so da, die. Gleisanbindung der Weiche, so da diesen Höhenversatz drin haben. Genau hier, wenn man mal kurz, ist nicht ganz unser eigenes Gleis, weil hier fährt noch eine andere Linie drauf. Und zwar hier unser Flirt.
Aber alles im normalen Tempobereich. 160, wir sind eh kurz vor Berlin, von daher. Genau. Mal schauen, wer hier mit uns mit möchte. Ja, einige stehen ja da momentan, aber auch eine Fahrgast haben wir von Stuttgart, den wir nach Berlin bringen. Mal gucken, wer hier zurück möchte. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir jetzt nochmal. Ich habe jetzt nochmal geschaut. ICE3 ist jetzt definitiv und 4 installiert. Haben wir. Wir werden wir Strecke bauen von Hamburg nach Berlin. Oder von Hamburg nach Dresden, sorry. Ist halt auch nochmal ein kleines Stück, was einmal so quer über die Map geht. Da werden wir ein ICE einsetzen oder zwei zumindest. Und dann klappt es schon. So, gute Fahrt. Er ist schon wieder auf dem Weg zurück. Kana, Sola und Tara. Musa sogar, weil er muss 6 Passagiere sicher nach Stuttgart bringen. Gut, viel Spaß und wir sehen uns bestimmt irgendwann mal im Laufe der Zeit. Genau, trotzdem schöner Zug, gefällt mir. Lassen wir mal so an uns vorbei rasen. Sehr schön. So, wir haben gesagt, wir brauchen eine Strecke von Hamburg bis nach Dresden runter. Das wäre so einmal quer über die Map. Genau, das Ganze hat man eingeschalten. Genau, hoch, welche Richtung angepeilt. Hamburg wäre dann hier hinten im Nebel. Genau. Da lasst uns mal hier die Ausfahrt nutzen. Und ich glaube, dann werden wir hier ausfädeln. Hier Felden vorbei, Cube City vorbei. Vielleicht sollten wir Cube City auch nochmal einfach mitnehmen. Ah, ich glaube schon. Ah doch, lasst uns mal Cube City mal noch einbinden. Weil das ist so eine Stadt, die so ein bisschen... Vielleicht nehmen wir auch Berlin noch mit. Und dann halt von Berlin runter ab nach Dresden. Genau. Ich würde aber auch vorschlagen, dass wir hier trotzdem eigene Gleise nehmen in Dresden. Berlin. Möchte hier nicht mit Güterzüge und ja, mit Güterzüge hier die Gleise teilen. Genau. Wir haben hier noch ein freies Gleis. Dieses äußere, das sieht ganz gut aus. Das werden wir dafür nutzen. Genau, so Gleise. Zack. 400 hätten wir ganz gerne. Ja, dann muss man noch das Suchfeld anklicken, um die 400 eintragen zu können. Das ist richtig. Wie sieht es denn hier aus? Rüstke. Ja, ne, das ist schon. So, haben wir. Nanunano. Was haben wir hier angeklickt? Das brauchen wir momentan nicht. Lasst uns hier ran. Spaß immer ein bisschen folgen. Nein, nicht darüber, daran, sehr schön. Genau, dann haben wir hier auch unseren eigenen Gleisbereich. Ja, hier werden wir schon mal ein bisschen die Bremse reinhauen. Mit 200 völlig ausreichend. So, wo müssen wir denn hin? Ausrichtung. Ich möchte relativ geradlinig hier bis nach Berlin kommen. Ja, auch da lasst uns hier einschränken. Hier vorbei. Hier gerade rüber gehen, genau. So machen wir das. Wenn uns hier ein bisschen
Höhe generieren. Genau, dass wir hier schon mal so ein bisschen... Wie schaut die Brücke aus? Hat die auch so einen komischen... Seitenstreben? Nein, hat sie nicht. Das gefällt mir schon besser. So, diesmal pass mal auf beim Bauen, das war hier wirklich... die Brücke gefällt mir doch nicht besser, weil wir haben hier keine Stelzen drunter. Aber ich glaube, da lässt sich schon noch was finden. Und dann auch die Stelzen drunter sind. So, jetzt klingelt es an der Tür, ich mach mal Pause. So, weiter geht's. Lieber ohne Geländer. Lieber mit Stelzen. Genau sowas. Das schaut gut aus. So, lass mich mal schauen, ob wir das Ganze hier in Paralleltricks-Variante bauen können. Tiefer. 217. Ja, ich würde schon ganz gerne hier. Das Tempo hier beibehalten wollen. Das würde ich schon ganz gerne ausnutzen, das Tempo, ne? So, nehmen wir hier mal einen Tunnel. Hier hinten geht es natürlich weiter. Hier haben wir noch einen Tunnel? Nö. Dann düsen wir hier nämlich natürlich rüber. Hier noch ein bisschen hier rumbiegen können. Ja, lassen wir halt auch das Tempo beibehalten. Das ist mir wichtig. Und Tunnel haben wir. Passt ebenso. So, schauen wir mal. Haben wir es im Paralleltrack? Natürlich nicht. Weil hier gibt es einen Tunnel. Okay. Dann geht's hier. Warum steht hier der Zug? Ach, weil da der Kollege kommt. Alles klar. So, lass uns hier mal ein bisschen Tempo aufnehmen. Zack, sehr schön. Wir probieren es halt nochmal hier mit unserem Verlegetool. Dass uns hier zweigleisig hinbekommen. Tunnel möchten wir natürlich nicht haben, ist ja logisch.
Nee, das gefällt mir nicht hier. Zack, das muss hier. Ja. Müssen wir mal da unten. Höhenausgleich oder wie auch immer bleiben. Dass wir hier wirklich hochgehen, nicht runter. Weil alles andere macht keinen Sinn. So, da hätten wir dann auch die Zweigleisigkeit. Gut, hier müssen wir jetzt schauen, ob wir wirklich wie viel Höhe wir hier brauchen, dass wir hier rüberkommen. Okay. Lass uns hier mal gucken, kriegen wir das hier rübergezogen. Übers Feld, das sieht ja schon mal gut aus. Dort ist Berlin. Ja. Zack, hier rüber. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und hier noch rüber gehen wollen. Genau, aber da nicht mehr ganz so hoch. Tunnel ist ja auch nicht so angebracht. Ja, lass uns das hier in kleinen Schritten bauen. Genau, das zweite Gleis haben wir, passt. So, super. Mal gucken, wie wir hier zu runterkommen. Das passt. Ja, genau so dachte ich mir. Das sieht sehr aus mit der Oberleitung. Sehr schön. Genau, wir müssen dann definitiv dann hier runterkommen. Weil wir müssen ja hier ins Gleis rein. Ne? Da werden wir mal das mal kurz ausmachen. Dann werden wir uns hier mal anlegen. Gut, das machen wir ein bisschen anders. Wir werden dann auch das Gleis hier nutzen, um wieder rauszufahren. Das werden wir nicht nutzen, wir werden das anders machen. Wir werden hier auch mal gucken, ob wir an unserem Bahnhof vielleicht noch Gleis außen ran bekommen. Konfigurieren. Sollte ja durchaus möglich sein. Gut, nehmen wir hier ein 200er Gleis. Ich glaube, der Shotgun ist. Vielleicht mal noch eine weitere Erweiterung. Gleise hinlegen. Genau, wir fahren ja definitiv durch. Also wir brauchen ja eigentlich schon Plattformen. Wir brauchen ja definitiv für irgendwas. Definitiv ein zweites Gleis, da wir hier auch durch Berlin durchfahren. Wir fahren ja weiter. Deswegen brauchen wir definitiv genau auch was Eigenes. Ne? Gut, damit ist hier konfiguriert. Dann brauchen wir unser Gleis wieder. Unser 400er. Und dann geht es hier das direkt rankommen. Na, wo sind wir? Da müssen wir hin. Zack.
So, an dieser Stelle natürlich erstmal nicht. Lasst uns das hier ranlegen, gucken, ob wir das hinkriegen. Dann machen wir es halt so. Und so. Damit haben wir hier schicke, schöne Gleise. Separat langfahren, ohne dass wir hier in irgendein Gleis eintauchen, weil wir müssen ja noch ein Stück weiter. Genau, macht Sinn. Sehr schön. So, erste Teilstück bis nach Berlin ist durch, passt. Wir probieren es mal wieder mit Paralleltracks. So und so. Das funzt. Gut, der Wald muss hier ein bisschen weichen. Wo müssen wir denn lang? Wir wollten jetzt nach Cube City, das heißt hier oben rum. Ja, da wären wir hier. Mal unten durch. München benötigt Werkzeuge. Aha. Schau her. Was ist hier schon wieder los? Warum gibt es hier kein zweites Gleis? Männchenskinder. So, wenn da eine Brücke stand. Mann. Hier gleich mal ein bisschen mehr Platz. Hier auch. So, dann geht es jetzt hier aber ein bisschen bergauf. Wir müssen mal ein bisschen an Höhe gehen, dass wir hier definitiv die Gleise wechseln können. Wir sollten hier auf die Brücke kommen, das passt. Hier ein Tunnel, das passt auch. Steigung haben wir, Geschwindigkeit haben wir. Und nur das Ganze mal. So, dann nehmen wir das zweite Gleis mit. In den Tunnel rein und raus aus dem Tunnel. Die Brücke ist nicht das richtige Stück. Da fällt uns noch was Besseres ein. So, wie war das hier? Zack, hier vorbei. Und dann darüber, genau. Also erstmal gerade durch die Brücke gewählt. Die war das, glaube ich. Ja, lassen Sie mal nicht ganz so hoch. Genau. Ziehen das mal hier. Uiuiui. Ist das hier mal so ein Stück flacher vielleicht? Weiß gar nicht. Ja, muss das hier so ein Megateil sein? Gut. Mehr aus dem Berg und da. Bauen jetzt erstmal nicht in den Berg hinein. Genau, da möchten wir oben drüber bleiben. Cube City da hinten an. Genau, hier rüber.
bisschen den Wolken wollen wir jetzt auch nicht. Wir brauchen schon eine gewisse Höhe, um hier zu kommen. Geht es vielleicht noch einen Moment tiefer? So, sagen wir Cube City da rum. City aus und müssen wir da rein. Dann können wir hier rein, okay. Was ist ja unsere Seitenwahl? Dann mal hier mal direkt einzutauchen. Mal gucken, ob das klappt. Dass wir hier direkt den Anschluss bekommen. Vielleicht mal noch ein ordentliches Portal ausgesucht. Dann sind wir auch schon in Cube City. Sehr schön. So, dann gucken wir uns das Ganze mal hier auf Rückweg an. Wir bauen immer mal in kleinen Schritten, besser ist. Wir hatten letzte Mal das kleine Problem, dass die Gleise dann irgendwie nicht parallel ausgerichtet waren. Hat dann sehr viel Arbeit gekostet, alles nochmal abzureißen, neu zu bauen. Arbeit nicht, aber Zeit halt. Die man hätte vermeiden können, wenn man einfach mal die Augen aufgemacht hätte. Ja. So, und da sind wir auch schon wieder gelandet, sehr schön. So, damit sind wir in Cube City. Apropos Zeit, ja, 27. Mal schauen, ob wir noch bis nach Henningsdorf, ach Quatsch, bis nach Henningsdorf, ob wir noch bis nach Hamburg kommen, aber das sollte uns gelingen. Da sehe ich jetzt kein Problem, dass wir da eventuell nicht ankommen. Aber hier hatten wir ein kleines Problem, dass wir hier ein bisschen zu hoch waren mit unserem Fahrrad. Das schaut nicht gut aus. Dann machen wir das halt so. Und dann geht's hier hinter der Brücke. In die Höhe. Dann müssen wir hier an Felden vorbei, würde ich fast sagen, und dann nach Hamburg, genau. Lass uns hier mal ein Stück weiterziehen, dass wir eine Brücke bekommen. Dann suchen wir uns wieder die richtige aus. Das ist die richtige. So, wir wagen dann nochmal einen Versuch mit Parallelgleis. Ja, und zwar jetzt. Und dann gucken wir mal, dass wir hier auch rüberkommen. Weil das ist der Sinn und Zweck dieser Brücke. Dass wir hier über das Gleis kommen. Vielleicht sogar noch mal ein Stück rüberziehen müssen. Passt das so? So, ausrichtungstechnisch passt das. Wir kommen an Felden vorbei. Tada! Und sogar zwei Gleise. Ich bin begeistert. So, jetzt geht's Richtung Hamburg. Einmal hier lang. Haben wir zwei Gleise? Haben wir hier sowas von begeistert? So, hier geht's weiter.
Da geht's in Toll, das gefällt mir nicht. Zack, zack, zack. Bis hierher. So, was haben wir hier? Brücke, Brücke. Hier haben wir einen kleinen Tunnel. Okay, ist genehmigt. Hier haben wir einen Bahnübergang. Letztlich. Genau da, Bahnübergang. Dann ist hier der Tunnel weg. Die Stelzen nochmal ordentlich aufgebohrt, was mir nicht gefällt. Wir machen das mal so. Dann hier mal ein Stück zurück. So, und dann schlängeln wir uns durch. Natürlich nicht mit einem Bahnübergang. Das ist Knete. So, gucken wir, dass wir bis hierher kommen. Hier wieder die Brücke, hier ein ordentlicher Tunnel. Passt. So, jetzt mal gucken, dass wir hier wieder rüber oder rankommen. Weil wir sind hier nämlich dann auch gleich in Hamburg. So, wie sieht es mit der Oberleitung aus? Das passt. Das hängt ja alles gut versteckt. Das werden wir mal noch davor oder dahinter legen. So. Weil dann können wir uns hier nämlich schon fast einfädeln. Na, wir nehmen auch gleich das äußere Gleis. Zack. Und das wollen sie erst mal anlegen. So, hier raus. Perfekt. So, und dann können wir, glaube ich, hier schon mal direkt rangehen. So sieht's nämlich aus. Super. So gefällt mir das. So, Strecke ist fertig gebaut, ICE. Lass uns hier mal einen Zug schnappen. Oh, mal wieder unser Spukozug. Sehr schön. Ich halte meine Klappe, sag tschüss, bis zum nächsten Mal und dann haben wir eine schöne Mitfahrt ICE. Quer über die Map. Alles gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn die Würfel fallen. Ein Like, Abo oder einen Daumen nach oben wären toll. Spiel mit, bestimmt, was wir wo, wann bauen. Bis dahin. Tschüssi, euer Axel K.